Moin Moin Welt, ich begrüße dich ganz ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe mal wieder einen Haul für euch, aber diesmal keinen Beauty Haul, sondern einen Duftkerzen Haul. Ich habe bei Notino geshoppt, denn dort gab es so die ein oder anderen Prozente und ich muss sagen, es war mein erstes Mal. Ich habe vorher noch nie bei Notino eingekauft und war heilfroh, als das Paket kam und ich es geöffnet habe und gesehen habe, wie gut, wirklich, wirklich mega gut die Kerzen verpackt waren. Weil ich habe echt so überlegt, oh, und mit Kerzen und Glas und so weiter ist ja immer so eine Sache oftmals. Und gerade wenn man dann die Seite nicht kennt und man da noch nie bestellt hat, aber ich muss wirklich sagen, ein ganz, ganz großes Lob und Dankeschön an Notino. Die Kerzen sind alle heile angekommen und jetzt legen wir mal los. Ich lege los mit Duftmerz und zwar von Country Candle. Wir haben hier die Sunday Fun Day, das sind sechs Wachsmerz. So sieht es einmal vorne aus. Ja. Also man sieht schon ein bisschen Sommerfeeling, ein paar Cocktails, spritzig am Strand oder wo auch immer auf dem Balkon, keine Ahnung. Irgendwann muss es ja mal losgehen mit dem Sommer. Vorher haben wir natürlich erstmal den Frühling am Start, aber ich denke, die gehen immer. Von hinten sehen sie so aus in Orange. Genau, die Preise blende ich euch dann wieder ein, was das Ganze gekostet hat. Und jetzt dufte ich mal dran. Na, geh auf. Ja, Duftmelz, wer das Ganze nicht kennt. Ich jetzt für meinen Teil habe so eine ganz, oh, das riecht schon gut, so eine ganz normale Standard-Duftlampe. Ich kann euch die ja mal zeigen. So sieht meine Duftlampe aus. Da kommt einfach ein Teelicht rein. Das kann ich gleich mal rausnehmen, denn es muss neu. Hier oben habe ich dann das Wachs reingelegt und es funktioniert einwandfrei. Also sowas kann man auch für diese Melts benutzen. Es gibt natürlich von bis, es gibt, weiß ich nicht, was für Gott schöne Lampen und was man sich da nicht alles kaufen kann. Aber so geht es auch erstmal, ja. Und jetzt eben, wie schon erwähnt, also der Geruch ist auf jeden Fall fruchtig. Sehr, sehr fruchtig, also wirklich wie so ein leckerer Mango-Obst-Cocktail, will ich mal sagen. Süß dementsprechend dann auch und wirklich, also Sommer. Ich glaube jetzt so, im Moment würde ich sie noch nicht benutzen. Es ist mir zu sommerlich, der Duft zu fruchtig, also wirklich passend zu diesem Label, definitiv. Ja, und da freue ich mich drauf. Also Country Candle, weiß ich nicht. Immer wenn ich mal was von denen hatte, war es super gut und hat mir richtig gut gefallen. So, dann habe ich eine Kerze bestellt, wo irgendwie die Größenbeschreibung nach hinten losging, will ich mal sagen. Also ich hätte mir vielleicht die Größe besser durchlesen sollen, denn ich packe diese Kerze aus und denke so, oh mein Gott, was ist das denn? Sie ist ja winzig klein. Ja, es ist bei mir wie so ähnlich. Ich bin im Möbelhaus bei IKEA oder weiß ich nicht, wo sie zum Beispiel ein Bild oder ein Schränkchen oder irgendwas, schätzt das so ab und denkt so, ach, die Maße werden schon passen. Und dann kommt ihr mit dem Teil nach Hause und dann denkt ihr so, shit, irgendwie passt es doch nicht. Ja. Und nun gut, ich hoffe, diese Kerze ist trotzdem einfach wunder, wunderschön. Wir haben hier Tibet Zen und zwar Himalayo, Himalayo würde ich es jetzt mal aussprechen. Das sind Aromatherapiekerzen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene von und ich habe mich hier für diese entschieden, weil da unter anderem Lavendel drin ist und ich liebe Lavendelduft. Und die ganze Sache soll halt entspannen. Also wir haben hier 100% natürliche Öle drin. Und 45 Gramm. Also da hätte ich eigentlich, hätte ich drauf geachtet, stutzig werden können. Aber okay, der Preis ist, denke ich mal, in Ordnung. Ja. Und genau, diese Kerze verspricht innere Ruhe und Balance. Ja, und jetzt, da ist das kleine Schätzchen. Sieht so aus.
Und sie riecht aber fantastisch zum Glück. Also von daher, ich muss sagen, also es ist auf jeden Fall holzig, kräutrig. Den Lavendel rieche ich jetzt im kalten Zustand nicht so dolle raus. Es ist sehr, ich würde mal sagen, ich würde auf Weihrauch lastig gehen, jetzt so vom ersten Schnuppern her, aber ja, wer so Aroma, Öle mag, wer das so ein bisschen kennt, der ist mit der Kerze, glaube ich, richtig. Und ich bin schon super gespannt, was dieses kleine Schätzchen, so sieht die Wachsfarbe aus, dann macht, wenn sie warm ist. Also, ob ich dann hoffentlich total todesentspannt auf der Couch liege, werde ich berichten im Aufgebraucht spätestens. Aber das ist halt ja so ein richtiger kräutriger, würziger Geruch. Ich bin gespannt. Und wenn sie mir gut gefällt, dann könnte ich mir vorstellen, die ein oder andere aus dieser Reihe mir auch noch zu kaufen. Ja, jetzt weiß ich ja, was mich größentechnisch erwartet. Wir machen weiter mit Yankee Candle, Lemon, Lavender. Das war genau so ein Überraschungskeks. Ich wusste jetzt nicht, dass ich ein Teelicht bestellt habe. Aber gut, wenn man das mal vergleicht, also die ist teurer als die. Und hier hatten wir, wie viel Gramm waren das? 45 Gramm und hier habe ich 37 Gramm. Okay, ich werde das gleich mal auspacken, wie ihr seht. Also Zitrone, Lavendel und ich verspreche mir einfach unglaublich viel von dieser Kombination an Duft. Geh mal auf. Aber da habe ich auch, ich mach das auf und denk so, sag mal Mieze, was du hast ja überhaupt nicht drauf geachtet. Jetzt klebt hier so ein Gummizeug dran. Ne? Erwartet mich ein Teelicht. Naja, gut, etwas größeres Teelicht. Dann gucken wir mal. Oh ja, hier rieche ich auf jeden Fall den Lavendel und auch den Zitrusduft. Also die Mischung ist super gut, wie ich finde. Im kalten Zustand, man riecht beide Sorten raus. Auf jeden Fall. Also da bin ich schon gespannt drauf. Ich meine, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch mal ganz schön, wenn man so kleine Größen erstmal hat zum Ausprobieren, wenn man den Duft noch nicht kennt, bevor man dann da so eine riesige Kerze hat und man die nicht mag. Aber ich habe so gedacht, Zitrone, Lavendel kann ich für mich selbst nichts falsch machen. Und falls doch, habe ich ja noch das Needful Things Wanderpaket mit ganz, ganz lieben Frauen. Und da packen wir ja auch Düfteliges rein. Von daher hätte ich dann da ja auch den ein oder anderen Abnehmer, wenn es mir nicht gefällt. Ja, ich bin ganz aufgeregt, denn jetzt kommt eine Kerze, die ich optisch mega fand und wo mir der Duft fast egal war. Also so ein bisschen was ist ja immer beschrieben, wonach es riechen soll. Aber hier war ich einfach ein Verpackungsopfer, muss ich gestehen. Und ich habe noch nie etwas von Bath and Body Works ausprobiert. Das war so ein bisschen auch mit ein Grund. Ja, also, so sieht das Ganze aus. Schaut mal, ist das nicht. Jetzt blendet das hier so ein bisschen. Oh, das ist ja genau so ein Label für mich. Im Hexenkessel wird gerührt. Die Farbe finde ich super, super toll. Die ganze Sache heißt Ghoul Friends. Und hier haben wir auch noch die kleine Hexe. Und jetzt gucken wir doch mal, wie das Ganze duftet. Der, ja, Verschluss ist jetzt nicht so spektakulär. Auch so vom Rest, vom Glas her, finde ich die Kerze jetzt nicht so spektakulär. Aber das Label, wie gesagt. Und natürlich guckt euch mal die Wachsfarbe an. Also bitte. Eine Eindochtkerze. Und jetzt. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall zitrisch, würzig, würde ich es beschreiben. Aber auch ein bisschen blumig. Also so ein Dreierduft. Steht da was drauf? Ja, also so kann ich es eigentlich beschreiben. Eine Mischung, blumig, kräutrig, aber auch zitrisch. Zitrisch nicht so dominant, aber auch mit dabei. Also. Ja, man soll ja immer am Deckel riechen. Ich rieche jetzt am Deckel nicht so viel wie an der Kerze, aber so ein bisschen blumig, ja, kann ich es beschreiben. Also kalt gefällt der Duft mir jetzt nicht so unbedingt, aber ich bin super gespannt, wie die Kerze warm riecht. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal das ein oder andere
Düftchen mir mehr gefällt, vielleicht. Ja, aber das Label und die Wachsfarbe. Oh, da ist raus. So, ihr Lieben, es geht weiter nochmal mit Wachsmelts, auch von Kringle Candle. Und zwar Cherry Blossom, auch wieder 6 Stück. Und die Verpackung, ne? Super, super schön. Ja, Wachsfarbe ist weiß. So, und jetzt gucken wir mal. Kirschblüte haben wir ja hier vorne drauf. Oha. Drauf zu sehen. Und das Ganze. Oh ja, oh ja. Ich sag mal parfümierte Kirsche. Und ein bisschen Rose. Auf jeden Fall ein sehr frischer Duft. Oh, das gefällt mir. Wow, also das ist so ein richtiger Frühlingsduft. Eine Mischung wirklich zwischen Rose und Kirsche. Hammer. Also wer das mag, der kann sich auf jeden Fall mal Cherry Blossom angucken. Gibt es auch als Kerze? Was ja oft der Fall ist, wenn es sie als Wachsmelts gibt, gibt es sie auch als Kerze. Also der Duft gefällt mir richtig, richtig gut. Super lecker. Zwei Sachen habe ich noch für euch. Ich habe noch eine riesige Kerze bestellt und zwar von Kringle Candle. Kringle Candle ist halt bis jetzt echt so mein Liebling unter den Duftkerzen und die war super gut reduziert. Deswegen habe ich mich daran gewagt. Ja, ich hoffe, sie gefällt mir jetzt vom Duft. So sieht das Ganze aus. Sea Salt heißt sie und Tonka, weil da Tonka-Bohnenduft mit drin ist. Ja, also wie ihr seht, ein wundervolles Glas. Ich liebe diese Gläser. Habt ihr so einen richtig schönen, fetten, hervorstehenden Boden. Und sie ist halt echt riesig. So, und jetzt duften wir mal. Oha, oh mein Gott, ist das lecker. Also das ist wieder so ein Duft, und das habe ich oft bei Kringle Candle, den ich vorher noch nie gerochen habe, der wirklich, das ist wirklich echt mal was anderes, was die so raushauen. Also, oh, riecht das gut. Auch wieder frisch zitrisch, aber auch, ja, kräutrig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe sowas noch nie gerochen, aber es riecht einfach super, super lecker. Ich würde sagen nach irgendeinem Eis. Solero? Nee, das wäre zu orangig. Also ich kann das echt. Aber dieser Duft, also Leute, dieser Duft, ich finde den mega. Und ich mag auch irgendwie diese völlig wiederum unspektakuläre Wachsfarbe. Aber irgendwie passt es so optisch super gut zusammen, ne? Also, ja. Unglaublich toller Duft. Ob das wohl die Tonkabohne ist? Ich habe vorher noch nie was mit Tonkabohne gehabt. Vielleicht ist es einfach das. Ihr Lieben, wenn ihr euch besser auskennt, dann beschreibt mir doch mal vielleicht, wie Tonkabohne riecht. Also, ich mag's. Also wenn Tonkabohne so riecht und das hier so der Hauptgeruch ist, dann bestelle ich mir nur noch Kerzen mit Tonkabohne. Gott, ist das lecker. Das ist der Hammer. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Also ich bin so happy, dass ich das große Glas genommen habe. Also das ist wirklich ein Duft, den finde ich unglaublich toll. Ich bin so gespannt, wie sich der warm entwickelt. Zwei Tochter übrigens, ne, habe ich nicht erwähnt, aber hat man vielleicht auch gesehen. Ich bin total, außer mir ist der Deckel kaputt. Nee, das sah gerade nur so aus. Oh, und ich weiß jetzt schon, die brennen auch einfach so, so toll ab. Und ja, also Kringle Candle hat mal wieder alles richtig gemacht. Ich komme zur letzten Kerze, die auch von Kringle Candle ist. Beautiful Day heißt sie. Und da musste ich auch wegen der Optik einfach zugreifen. Guckt mal, wie schön das aussieht. Da kriegt man richtig Bock auf Frühling, auf Sommer. Und auch wieder eine helle Wachsfarbe. Und der Deckel, guckt mal, der ist so silbrig. Also die fand ich halt optisch auch super, super schön. Beautiful Day. So. Oh ja, auch wieder ein bisschen parfümig, würde ich sagen. Blumig auf jeden Fall.
Parfümig, blumig. Jasminduft würde ich, ja. Auf jeden Fall frisch. Frisch, Frühling, mehr Frühling als Sommer, weil für Sommer nicht süß genug, würde ich jetzt mal sagen. Aber wirklich auch ein super leckerer, frühlingshafter Duft. Also ich bin von mir selber begeistert. Ich habe mir ganz, ganz tolle Frühlingskerzen rausgesucht. Also ihr Lieben, wenn ihr Bock habt, jetzt auf Duftkerzen oder überhaupt generell gerne Duftkerzen mögt, dann schaut doch mal bei Notino rein. Die haben, wie gesagt, im Moment so einiges runtergesetzt. Und ja, also diese Beautiful Day Kringle Candle auch dort für meinen Geschmack wieder alles richtig gemacht. So, das war's. Das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und vielleicht habe ich euch ja so ein bisschen heiß gemacht, auch mal zu bestellen und mal in die Duftkerzen, Abteilung zu schauen. Ja, ich bin happy. Ich habe mal wieder ein bisschen mein Backup, aufgestockt, auf jeden Fall. Habe jetzt wieder ordentlich was an Nachschub und weiß gar nicht, was ich zuerst anmachen soll. Mir bleibt nur Tschüss zu sagen und zu hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dahin, macht es gut, eure Mieze.